Hallo Leute, ich bin's. Jetzt kommen wir zum anderen Puppen-Review von Cat in the War, Scaremaster. Und wie ihr sehen könnt hier von hier oben, sie war auch reduziert auf 14,99 € bei Galeria Kauf. Erst sehen wir den Logo Monster High und auch nach unten Monster High steht auf mit einem Foto über Cat in the War und auch ihren Namen. Und so sieht sie aus von vorne. Jetzt drehe ich die mal um und da ist wieder das Monster High Logo. Und auch so eine Mischung aus Schwarz-Weiß-Blau. So sieht es von hinten aus und da steht natürlich Cat in the War, Tochter einer Wehrkatze. Und da steht wieder ein Foto und so eine Art Liste oder Tagebuch, was sie am Montag gemacht hat. Und hier wieder den Monster High Logo. Und da sind wir wieder. Jetzt werde ich die aus der Verpackung rausnehmen und aus ihr dann den Review weiterführen. So, ich mache diesen Review an einem anderen Tag, ein bisschen, wo das Licht ein bisschen besser ist. Und ich habe Cat in the War Scaremaster aus dem Box gelassen, also aus dem Box rausgenommen. Und so sieht sie aus. So sieht ihr Gesichtsausdruck aus. Sehr hübsch. Sehr, sehr hübsch. Sie hat 3 Piercings, also 2 Stück am Ohr und eine an einem anderen Ohr. Und sie hat, eigentlich ist es dunkellila Lippenstift, aber auf dem Video ist es sehr hell irgendwie. Und ihre Haare sind eigentlich so dunkle lila, ganz dunkles lila. Aber es sieht auf dem Video pink irgendwie. Ja. Und sie hat am Hals, trägt sie eine Art Armband oder Bandarm oder eine Art Halskette, auch in der Farbe lila. Und ihr Kleid ist in diesen glitzernden Weiß mit überall diesen pinken Muster, das aussieht wie, also nach mir sieht es aus wie Blätter aus, aber es kann natürlich auch was anderes sein. Und sie trägt hier einen Gürtel mit einer kleinen Katze vorne in Weiß. Und sie hat natürlich auch pinke Handschuhe an, also dunkle lila Handschuhe an. Irgendwie auf dem Video sieht es sehr hell aus, auch nur im Original sieht es sehr dunkel aus. Naja, egal. Und wie die anderen Scaremaster haben, hat sie auch eine Mappe dabei und sie trägt auch einen kleinen weißen Armband hier an den Händen. Und ich finde ihre Tasche eigentlich sehr hübsch. Wie ihr sehen könnt, ist es in einer Schädelform. So sieht's aus. Und die kann man auch aufklappen und was reintun. Ich habe sie einfach an den Hand festgemacht, damit ich die nicht verliere. Weil wir kennen es ja, wie viele von uns kennen es ja, dass ab und zu verliert das ein oder andere Accessoire. Und deshalb befestige ich schon so, nachdem ich die aus dem Box rausnehme, damit für die Zukunft verliere ich die nicht. Natürlich kann ich die auch, die Accessoires, in einer separaten Box stelle. Aber dann mit der Zeit vergesse ich es auch mal wieder, wo ich sie hingestellt habe. Deshalb. Zuerst lasse ich die erstmal dran und dann mal schauen, je nachdem. Und dann trägt sie natürlich diesen, auch so eine Art fast glitzernden, pinken oder lilanen, so eine Art Jeggings oder, ja, so eine Art Jeggings an. Und die geht nicht ganz runter, nur bis hier, so kurz vorm Fuß. Und hier trägt sie natürlich ihre Schuhe. Sieht natürlich sehr hübsch aus. Und die sind auch in dunklen Lila. Und die Untersetzer sind halt in diesen schimmernden, also so spiegelformigen Absatz halt an. Und wie jeder Monster High kommt sie natürlich mit einem Stand, einer Bürste und auch einem Tagebuch. Und wie alle anderen Scaremaster-Tagebücher sind die hier bunt. Als die Standard Basics sind die schwarz-weiß. Ansonsten, das ist mein Review zu Cat in the War
Scaremaster, ich würde mich auf einen Daumen hoch freuen. Ansonsten liken, kommentieren, abonnieren.